Dieser Einblick in unser Filmarchiv zeigt nicht ganz alltägliche Aufnahmen aus dem besetzten Heusnerviertel im Bochum der 1980er Jahre. Im Heusnerviertel lebten hauptsächlich Beschäftigte der Zeche Engelsburg und des Bochumer Vereins. Nach der Schließung der Zeche setzte ein Abwandlungsprozess ein, der sich noch verstärkte, nachdem die Pläne zum Bau der A448 bekannt wurden. 1983 wurde bekannt, dass das Viertel dem Bau der Westtangente weichen sollte. Es folgten Proteste und Hausbesetzungen. Aufnahmen dieser Hausbesetzungen sind in unserem Archiv überliefert, auf einer Kassette im Format BTSP. Dieses Kassettenformat kam in den 1980er Jahren auf und war gedacht für hochqualitative Aufnahmen. Da die Aufnahmen allerdings nur als Kopie auf dieser Kassette vorliegen, entspricht deren Qualität nicht dem, was das Medium bieten könnte. Dennoch bieten diese Aufnahmen einen seltenen Einblick in das Leben im besetzten Heusnerviertel. Dass es sich hier um eine besetzte Schule im Heusnerviertel handelt, wird erst auf den zweiten Blick klar. Vor dem Eingang zum Gebäude versammelt sich ein Teil der Hausbesetzer zum Frühstück. Völlig alltägliche Szenen, die man vor dem Hintergrund der Situation so vielleicht nicht erwarten würde. Die Hausbesetzer verschaffen sich Zugang zu weiteren Gebäuden des Viertels. Warte, ich komm mal raus. An der Fassade befestigen sie Banner, um ihren politischen Standpunkt klarzumachen. Warum macht er die auf der Vorderseite? Da kommt auch noch einer hin. Auch im Inneren gestalten sie die Häuser nach den eigenen Vorstellungen um. So soll zum Beispiel ein Durchgang zwischen zwei Räumen entstehen. Die Graffiti an den Häusern stellen klar, was das Ziel der Hausbesetzungen ist. Den Abriss des Viertels zum Bau der Westtangente verhindern. Das Leben im besetzten Heusnerviertel wirkt beinahe so, als wäre es ganz normaler Alltag. Die Bewohner spielen Federball und planen sogar Konzerte. Von dem, was sich im Viertel noch abspielen wird, lassen diese Bilder weniger ahnen. 1986 wird das Viertel von der Polizei mit einem großen Aufgebot geräumt und noch im selben Jahr abgerissen.